Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf den zweiten Teaser-Trailer von Star Trek Picard Staffel 3. Bleibt dran! Der erste Teaser-Trailer und die ersten Pressemitteilungen zur dritten Staffel von Star Trek Picard hat uns ja darauf vorbereitet, dass wir die komplette Crew von The Next Generation wieder auf der Leinwand begrüßen dürfen. Der zweite Teaser-Trailer ist hier nicht sonderlich aussagekräftiger als wie der erste. Im Vergleich zum ersten, wo wir ja nur die Stimmen der Crew der alten neuen Enterprise, der Enterprise D, zu hören bekommen wir sie nun auch gezeigt. Das ist der größte Unterschied vom zweiten zum ersten Trailer. Ich persönlich bin ja von diesem Fact extrem gehypt. Ich freue mich sehr darauf, eigentlich die komplette Crew plus ein, zwei Ergänzungen in der dritten Staffel wieder auf der Leinwand sehen zu dürfen. Alte Bekannte in der Serie Star Trek Picard, nicht nur in Cameo-Auftritten oder in Nebenrollen zu sehen. Ja gut, es werden Nebenrollen sein. Es wird natürlich sich hauptsächlich wieder um Admiral Picard, um Jean-Luc Picard handeln. Aber die komplette Crew wird mit Sicherheit sehr stark in die Handlungsstränge eingebunden sein. Über die Handlung lässt sich auch nach dem zweiten Teaser-Trailer nur spärlich etwas vermuten. Meiner Meinung nach wird es nicht wirklich an die ersten beiden Staffeln anknüpfen. Meiner Meinung nach wird es eine ziemlich losgelöste Serie, also Staffel der Serie sein. Wir werden vielleicht ein oder zwei Referenzen auf die ersten beiden Staffeln präsentiert bekommen. Wir haben ja auch Seven of Nine wieder mit an Bord. Wir haben dementsprechend auch wieder Ruffy mit an Bord. Auch da Ruffy ja eine sehr enge Beziehung zu Jean-Luc Picard hat. Das für mich Überraschendste in diesem Teaser-Trailer war Seven of Nine in einer Sternenflottenuniform zu sehen. Ich vermute, so nach den Ereignissen der ersten beiden Staffeln wird die Sternenflotte an Seven of Nine herangetreten sein und ihr einen Posten angeboten haben, um so die Connection der Borg vielleicht etwas mehr in die Sternenflotte zu integrieren. Wir haben ja quasi mit dem Ende der zweiten Staffel eine sehr aufgeschlossene, eine sehr diplomatische Borg-Spezies kennengelernt, so quasi den Ableger, den Jurati. Ableger dieser Spezies. Der Charakter Seven of Nine hat sich ja auch mit den eher zurückgelassenen Völkern innerhalb des Föderationsraums beschäftigt. Auch hier könnte ich mir vorstellen, dass man an Seven of Nine herantritt, um hier wieder etwas diplomatischer an diese Völker herangehen zu können, um quasi einen Verbindungsoffizier für diese Völker zu haben. Auch hier könnte ich mir vorstellen, würde die Reise von Seven of Nine hingehen. Es würde auch so zu der Thematik Jean-Luc Picard und Diplomatie und Weiterentwicklung der Gesellschaft der Föderation passen. Wir sehen Worf in Sternenflottenuniform. Ich vermute, es waren auch Admiral-Abzeichen oder mindestens Captain-Abzeichen zu sehen in diesem Teaser-Trailer. So genau konnte ich es nicht herauserkennen. Er hat wohl eine sehr lange Karriere in der Sternenflotte hinter sich, was auch zu dem Charakter passen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Charakter wie Worf in den Ruhestand geht. Picard sahen wir nicht in Uniform. Riker,
Troy und Beverly Crusher ebenso wenig. Ich könnte mir bei Beverly Crusher und Jean-Luc Picard vorstellen, dass es Bezug nimmt auf eine Beziehung zwischen den beiden, die sie mal wieder hatten und mal wieder beendet haben. Dass hier einiges vielleicht aufgearbeitet wird, dass man hier vielleicht einiges im Sinne von Tell Don't Show erfährt. Dass es viel Worldbuilding insgesamt geben wird in der dritten Staffel von Star Trek Picard. Und dass wir eine Staffel sehen werden, die sich mehr um die Beziehung der Charaktere dreht, als wie jetzt ein großes Science-Fiction-Weltraum-Abenteuer. Ja, ich gehe sehr stark davon aus, dass es eine trotzdem sehr erdige Staffel sein wird. LeVar Burton als Jordi LaForge war mir etwas zu kurz. Der war mir nicht sehr präsent in dem Trailer. Da traue ich mir relativ wenig zu vermuten, hinein zu interpretieren. Und da kann ich echt nur mutmaßen, wie sie Jordi LaForge jetzt wieder hier integrieren werden in der dritten Staffel. Die Vorgeschichte zu Star Trek Picard ist ja dann aber doch sehr an diesen Charakter geknüpft, da er zumindest in den in den Büchern und Comics ja Jordi LaForge für die Evakuierungsschiffe der Föderation verantwortlich war, für quasi das Logistikthema dahinter. Er wurde auf die Utopia Planitia Flottenwerft versetzt und dann verliert sich so ein wenig seine Spur. Also so um den Jahrtausendwechsel 2399 und 2400 verliert sich so der Werdegang von Jordi LaForge. Hier bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sie ihn wieder in die Serie integrieren, wie sie seine Background-Geschichte von dieser Vorgeschichte zu Star Trek Picard hin zu Staffel 3 gestalten werden. Die Optik, wie gesagt, finde ich sehr, sehr charmant des Trailers, auch wenn der zweite Trailer für mich etwas weniger aussagt als wie der erste Teaser-Trailer. Im ersten Teaser-Trailer haben wir auch noch diese Konfrontation quasi angeteasert bekommen zwischen Picard und Riker. Dort war Riker auch noch in, wenn ich mich richtig erinnere, Sternflottenuniform zu sehen. Zumindest hat dieser Teaser-Trailer für mich so gewirkt, als würde er auf einem Sternenflottenschiff spielen. Von dieser Konfrontation war ja im zweiten Teaser-Trailer nicht wirklich etwas zu sehen, beziehungsweise auch nicht angedeutet oder drauf referenziert. Also hier bin ich gespannt, was uns erwarten wird. Die dritte Staffel von Star Trek Picard ist ja schon abgedreht. Ich fürchte nur, dass wir sie heuer 2022 nicht mehr präsentiert bekommen werden, zumindest in Europa. Vielleicht gibt es einen US-Serienstart heuer noch. Für uns hier in Europa gehe ich davon aus, dass es Jahreswechsel bzw. Frühjahr 2023 sein wird. Definitiv aber erst ab dem Start von Paramount Plus auch hier in Europa. Was denkt ihr über den zweiten Teaser-Trailer von Star Trek Picard? Wie findet ihr die Optik von unserem Lieblings-Klingonen von Worf? Wie findet ihr die Optik des Trailers und was interpretiert ihr zum Beispiel in die Outfits der Charaktere hinein? Wie könnte für euch die dritte Staffel Star Trek Picard aussehen? Lasst es mich gerne wissen und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abonnement für den Kanal hier. Es sind nur ein, zwei kleine Klicks für euch, für den Kanal eine riesengroße Unterstützung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.